Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims Let's Build Folge, einer neuen Reihe, das Minecraft Haus, so nenne ich das Ganze. Ich bin Daniel von SimFansDir und es gibt CC, das heißt Custom Content von der Community für die Community, im Minecraft Style. Alle Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung, wo ihr das herunterladen könnt dann. Und da gibt es richtig, richtig coole Sachen, auch sogar Lampen und Blocks und natürlich so Betten ein bisschen in dem Stil und sogar, ja, so einen richtigen Herd dann auch, wo man auch wirklich drauf kochen kann. Das ist total cool. Und das zeige ich jetzt erstmal, bevor wir hier loslegen. Würde denn mal kochen können hier? Hallo? Ja, kein Kühlschrank. Aber es geht hier. Wir haben sogar hier Lampen. Sind wir am Anfang ein Failure, man. Wir haben sogar Lampen, also Leuchtblocks gibt es auch. Und das Ganze gibt es natürlich auch in verschiedenen Styles dann auch. Hier teilweise natürlich nur. Und ich finde das total Hammer, ne? Also da sogar so Motive total schön gemacht. Es sind mehrere Creators, die hier tätig sind und das hier gemacht haben. Und ich fand das einfach klasse. Und ich dachte, hey, Blocks und so, da kann man auch auf jeden Fall was draus machen. Es gibt sogar Türen. Wir haben auch benutzerdefinierte Inhalte. Wir haben auch einen Kopf. Das ist total cool. Das möchte ich auch noch zeigen, bevor ich anfange hier zu bauen. Wir haben so ein Head hier. Und da gibt es verschiedene auch. Und den kann man ja dann, wenn man spielt, als Kopf festlegen mit dem Cheat. Und dann hat der Sim das Ding auf dem Kopf. Es ist so geil einfach, oder? Ha, die Sina ist auch da, hi. Ja, also so sieht das aus. Das ist das Zeug, was es gibt. Es gibt natürlich noch ein paar Sachen mehr. Die konnte ich jetzt nicht alle zeigen. Aber ich möchte jetzt anfangen zu bauen. Und ja, es gibt auch normale Möbel eben in diesem Stil dann so, dass die einfach so ein bisschen einfarbig sind oder dass die Kissen da dann, ne, so pixelartig sind. Wir haben auch noch Tapeten. Das finde ich ja ganz wichtig auch, dass wir sowas haben. Und ich starte mal direkt los. Wenn der Benutzer definiert ist, ist es nicht. Ich bastel das jetzt einfach mal drüber. Wie machen wir das? Ich entferne das Zeug am besten. Doch, ich entferne es erstmal. So, erstmal weg damit. Das eine war sogar im Bücherregal, also man kann da auch Bücher rausnehmen. Fand ich total klasse. Total coole Idee, das auch zu kombinieren. Nicht nur als, ja, als Deko-Element zu machen, sondern auch so irgendwie als ja, verwendbares CC. Ich mache jetzt hier so mal ein Haus. Es wird ein relativ modernes Haus, habe ich mir so überlegt. Vielleicht machen wir das mal so. Zweiten Stockwerk lassen wir das Ding dann überstehen. Wir machen das doch ein bisschen kleiner auch noch hier. Und dann können wir auch noch ein Fundament machen, weil ich möchte unten dann auf dem Boden, das habe ich mir zumindest vorgenommen, so ein paar Blocks dann auch machen. Und ja, das wird, glaube ich, ziemlich cool. Ich bin jetzt mal echt gespannt, wie das wird. Das ist da immer so ein bisschen eine Challenge dann auch, ne? Zu gucken, wie sieht das aus, wie wird das am Ende sein. Und ja, ihr könnt natürlich weiter kommentieren, Wie das werden soll, und dann bin ich gespannt, dann können wir das umsetzen in der nächsten Folge. Und ich nehme jetzt hier so eine Halbwand, ich glaube, wir müssen so eine nehmen, damit das aussieht, wenn da oben halt nochmal so ein Stockwerk ist, so eine Art, ja, dass das so blockmäßig natürlich auch aussieht. Wir haben ja in Sims 4 leider keine Blöcke, ja, wir haben noch nur diese Deko-Blöcke und nur dieser hier, der ist so groß wie ein Kästchen. Alle anderen, die ihr gesehen habt, die sind kleiner als so ein Kästchen. Und auch wenn man die dann vergrößert, ist das blöd. Aber der ist genauso breit und so hoch wie so ein Kästchen. Und dann kann man das richtig, richtig gut auch machen damit. Das ist eigentlich sogar ein Tisch. Da kann man auch die anderen Blöcke dann draufstellen. Ich mache das Ganze jetzt auf ein Fundament. Und das Fundament mache ich so hoch, wie dieser Block eben ist. Dass wir das auf jeden Fall mal hier so haben. Dann können wir nämlich so ein Basement hier machen, ne? So eine Basis für unser Haus. Natürlich müssen wir dann da auch noch so Treppen runter machen oder so. Und so soll das dann aussehen. Ne? So stelle ich mir das zumindest mal vor, ja. Dass wir das auf jeden Fall den Stil am Boden damit drin haben. Dann haben wir Tapeten, die möchte ich euch noch zeigen. Die benutzen wir jetzt auch gleich. Benutzerdefinierte Inhalte. Ich habe mir gedacht, ne, wir machen so ein Haus, so in der Art irgendwie. Und das Ganze, das kann dann hier so noch erweitert werden, sage ich jetzt mal. Jetzt haben wir wieder das. Ja gut, wir machen die Tapeten gleich. Dass wir da so ein modernes Haus irgendwie haben, ja? Und da können wir dann auch so ein Balkon quasi noch machen. Und nee, so nicht. Und da dann auch quasi wieder die Höhe nehmen von dem Zaun. Vielleicht machen wir das auch mittlere Wandhöhe, ist glaube ich besser. Hier, so, und dann können wir da auch wieder die Halbwand hier nehmen, um das hier so blockmäßig aussehen zu lassen. Und
Ja, dann machen wir da mal, gucken wir mal rein. Wir gucken jetzt erstmal in die Tür. Da gibt es nämlich, glaube ich, zwei Türen. Zwei Stück. Die da ist schön, ne? Ist geil. Oder gibt es noch die hier? Die ist ein bisschen argschäbig. Ja, es sind mehrere Sets. Und da gucken wir jetzt einfach mal, wie wir das hinkriegen. Ich würde, glaube ich, da unten irgendwo so hinmachen, so. Und dann können wir da das Fundament auch noch mal erweitern, damit das hier cool ist. Fenster ist ein bisschen schwierig, weil die Fenster sind da nicht mit drin. Das ist nur dieses Portal hier mit drin, das Netorportal. Aber das können wir vielleicht hier so als Hausdeko nehmen oder so in der Mitte. Mal gucken, wie wir das machen. Nicht so, dass das irgendwie einheitlich ist halbwegs. So. Und auf der anderen Seite müssen wir auch noch diese Halbwand da machen. Ja? Da, das muss ja auch noch. Ich habe mir auch überlegt, am Anfang soll ich denn so quasi das ganz mit Blocks bauen. Aber das wäre dann blöd, weil dann hat man keine geschlossenen Räume. Das ist ein bisschen kritisch. Ja, und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, da doch irgendwie mit normalen Wänden was zu bauen. Es gibt hier drei neue Tapeten, beziehungsweise es gibt schon mehrere, weil die sind hier drunter versteckt. Da gibt es jetzt auch sowas, ne? Das ist total cool. Das nehmen wir direkt mal hier, glaube ich. Das ist toll. Das ist toll hier. Wow, das gefällt mir jetzt aber echt mal. Hallo? Wir können da vielleicht auch den Dinger hier doch wieder wegmachen, denn wir haben auch neue Böden und ich glaube, es gibt sogar so einen. Dann haben wir hier noch sowas, ne? Das ist auch nicht schlecht. Und dann haben wir hier nochmal so ein Set und das sind auch so, Tapeten drin, ich finde das total geil. Da können wir mal wie gesagt, so einen Stein nehmen. Und hier irgendwo, sollen wir sowas noch nehmen irgendwie? Das machen wir da unten, das ist so die Standard-Tapete, ne? Das ist irgendwie geil. Und da machen wir auch das hier, so und so, dass das hier alles seine Richtigkeit hat. Und da gibt es da nochmal irgendwas, so ein Stein, das wäre glaube ich nicht schlecht. Wobei ich die Pixel in Grau auch nicht schlecht finde. Da haben wir echt noch mehrere Möglichkeiten auch dann. Ja, wir müssen da so ein bisschen noch was in die Richtung reinmachen, glaube ich. Haben wir da nicht, dort haben wir auch die Grauen, ne? Ja, genau. Ja. Sehr schön, so muss das sein. Auf der anderen Seite machen wir das auch so in die Richtung. Ich baue von der anderen Seite, weil das Licht hier total scheiße ist. Da hat man irgendwie nie Licht von der Front, deswegen lasse ich das mal. Und mach das dann so. Und hier packe ich mir jetzt mal das Ding hier hin. Heben wir das auch so ein bisschen tiefer hier in dieser Ecke. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Wobei so dieser Blockstil ist natürlich schon ein Kästchen, ne, auch. Das kann man dann schon ganz gut so machen. Ja, ist schon gut so. Holen wir uns den Zaun. Die Halbwand. Punkt und Komma. Müssen wir natürlich auch noch gucken, ob das, also man hat glaube ich morgens, hat man so ein Licht. Aber das ist dann so gelblich, ja. Also wir bauen natürlich von beiden Seiten, aber ich habe es jetzt mal so rumgemacht. Da dicht. So. Ich würde natürlich interessieren, ob ihr euch Minecraft CC holen wollt oder nicht, weil wenn ihr euch das Haus runterladet aus der Galerie, wenn ich das hochlade, wenn es fertig ist, braucht ihr natürlich den CC. Ja, es ist schon sinnvoll, glaube ich, ja, das zu machen. Ich lasse ja auch mal diesen Unterschied hier drin, das finde ich gar nicht mehr so schlecht. Das mal so vielleicht auch sogar nochmal übertrieben. Und dann haben wir da die Möglichkeit, jetzt Böden auch zu platzieren. Dann sieht das Ganze nämlich nochmal ein bisschen runder aus. Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir da auch wirklich diese Muster haben, die ich dann auch will. Ich glaube, dieses Pixelmuster haben wir gar nicht. Wir können das Holz ja also irgendwie mal nehmen auch. Oh, das ist cool für die Terrasse, glaube ich. Ja, oh, da gibt es sogar Lava. Ah. Mal unten in den Lavasee rein. Yay. So cool. So cool. Echt mal, ne? Ich finde das Hammer, dass die das so machen. Und da müssten wir also eigentlich gucken, dass wir da was finden. Ja, ne? Bisschen doof. Ja, wir machen da oben einfach solche Dinger hin, oder? Oder sowas, oder? Das Grün sieht geil aus. Wir machen das einfach grün. Ja, da oben ist es leider so ein bisschen schade, weil das halt, ne, das ist halt eigentlich kein Block. Aber was willst du tun? Erinnert mich jetzt ein bisschen an das Modern Mansion Haus auch. Jetzt, da möchte ich Fenster reinmachen. Also Fenster, wie gesagt, gibt es nur dieses eine Nieter-Fenster da. Wir können da, glaube ich, ganz normale Fenster einfach reinziehen. Wenn es denn aufgeht, machen wir so eins halt rein. Geht auch. Und hier können wir das gleiche Spiel auch machen. Dann haben wir da auch noch ein paar Fenster. Kann man Fenster so platzieren? Ich glaube, man kann.
Ja, das ist cool. Dann haben wir ein paar Fenster hier drin. Ein paar ist gut. Das wird unser Sonnenterrassending. Machen das mal so. Und hier müssten wir eigentlich auch welche reinmachen. Da können wir mal ein bisschen andere Farbe nehmen, dass das vielleicht irgendwie ein bisschen passt auch. Da gibt's doch die normalen, da gibt es auch die braunen. Genau, nehmen wir die braunen hier. Ich würde sagen, die niedrigen, die mittel. Ne, das sind schon die niedrigen Fenster. Da gibt es die da und die können wir in braun machen. Dann fällt das nicht so auf, dass wir da so. Ja, so ist, glaube ich, ganz gut. Machen wir das so. Jetzt haben wir da das Stockwerk. Machen wir das, glaube ich, doch so, dass wir das so machen. Und die noch ein bisschen hoch. Ja, yeah. Dann haben wir das so ein cooles Fenster. Muss auch nicht aufgehen. Finde ich gar nicht mal nötig da irgendwie. Ist so ganz okay. Ja, und da machen wir doch wieder das. Ja, das ist besser. Boah, das wird Hammer. Das wird Hammer. Das wird so ein richtig schönes Pixelhaus. Sehr gut. Wow, das sieht schon mal gut aus, oder? Das sieht schon mal gut aus. Ich mach jetzt mal das hier weiter. Wir müssen natürlich auch noch irgendwo da eine Treppe platzieren. Aber ich finde das gerade so, geil irgendwie. Blocks zu platzieren, ja. Die Lampen kann man, wie gesagt, draufstellen. Das sind ganz normale Lampen. Und das finde ich richtig cool. Weil schade, dass man die jetzt nicht stapeln kann. Das wäre natürlich klasse gewesen. Weil das technisch ist das sogar möglich, weil diese Slots auf den Tischen und so, da kann man verwenden, um andere Sachen draufzustellen. Und als guter CC-Creator kann man eigentlich auch diese Slots dann anpassen, so dass man das gleiche Objekt eben draufstellen kann auf sich selbst. So, machen wir das mal. Wieso steht das eine jetzt über und das andere unter? Das ist ein bisschen komisch. So. Und wir können das ja ein bisschen faken vielleicht. Ich finde das so cool mit dem Kopf. Ein bisschen faken, dass wir da irgendwie so ein paar Klötze irgendwie so ein bisschen... so ein bisschen rausstehen lassen oder irgendwie, dass man da so ein bisschen was abgebaut hat oder was weiß ich. Na, das ist so ein bisschen die Möglichkeit hier. Und da können wir auch so mal so ein paar mit Move Objects, kann man die übereinander stapeln, aber da wirst du ja zum. Du bist ja blöd, wenn du das komplett machst mit allen. Yeah, haben wir einen geilen Shader drin. Dann haben wir hier, glaube ich, mal eine Treppe hin oder so. Nee, wir machen die Treppe hier hin. Wir haben hier noch so viel Platz auf diesem Grundstück. Let's do this. Nehmen wir da so eine Treppe, dann müssen wir halt. Ja, irgendeine nehmen, ist eigentlich egal. Ist mir egal. Nehmen wir einfach mal so eine Treppe. Passt sogar da rein, ne? Das ist cool. Und wir nehmen lieber, glaube ich, so eine einfarbige Holztreppe, dann passt das zu dem Holz hier. Ich weiß nicht. Also, ich habe Minecraft ja auch mal gespielt, sogar hier im Channel. Ich glaube, Zäune haben die nicht gemacht. Wäre auch blöd. Wir können aber die kleinen Blocks auch nehmen. Nutzer definiert. Da gibt es noch so ganz viele kleine, ne? Und die gibt es auch in verschiedenen Farben so irgendwie. Das ist auch ganz witzig vielleicht. Wir könnten ja auch probieren, da eventuell sogar so einen Baum oder sowas zu machen. Oder so einen Pseudobaum, sage ich jetzt mal. Müssen wir immer ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, wenn man die Move-Object macht, dann sind die, haben die ein bisschen Abstand dazwischen. Ja, das ist halt nicht so sauber gearbeitet irgendwie. Da hätte man, glaube ich, besser prüfen sollen, müssen können. Aber trotzdem finde ich es cool. Also ist schon geil. Wir machen jetzt einfach so irgendwie sowas, ne? Sollen wir sowas machen? Sowas machen wir, oder? Irgendwie so, was haben wir denn da noch? Gibt es so Crafting-Table-Dinger da? Das ist ja cool. Ja, die sind halt alle eigentlich zu klein. Was soll ich sagen? Die sind alle zu klein halt, ja. Wenn man die vergrößert, dann sind die zu groß. Das ist leider so. Da oben würden die sogar hinpassen. Was ich auch ein bisschen komisch finde, die Beleuchtung von den Dingern, das ist ein bisschen irgendwie komisch. Wenn man die dreht, dann haben die eine andere Beleuchtung und kein Sinn weiß, warum. Das ist auch so ein bisschen komisch. Irgendwie. Irgendwie falsch gemacht. Aber es ist trotzdem irgendwie cool. Ich mache da jetzt auch mal so einen Block rein, einfach wegen dem Style. Da gibt es auch richtig schöne Poster, das ist auch vielleicht ganz toll, dass man da irgendwie sich im Inneren dann, wo es dann natürlich noch weniger in Richtung Minecraft geht, dass man da sich so Poster aufhängt. Wir haben auch so richtig schöne Motive hier auch, ja, mit so 3D-Effekt sehe ich gerade, das ist sehr cool. Wir machen das mal vielleicht dahin oder so. Dass man das so vielleicht macht. Wie geil. Dann machen wir nochmal eins größer. Mhm. Ja, das ist doch mal cool, eine coole Idee, ne?
Das ist doch mal geil. Ach, ist das cool, das Schweinchen. Da gibt's Fenster. Oh, wie toll. Da gibt's Fenster, endlich. Gibt's da noch andere? Ach, wie schön. Da gibt's echt Fenster jetzt, ne? Hammer. Dann wissen wir doch, was wir machen. Jetzt muss ich fast wieder die einen da entfernen, ne? Wir machen die jetzt wirklich mal weg. Ich finde das jetzt so witzig, dass es da die Fenster gibt. Dass wir da jetzt einfach sowas machen, oder? Ist das toll. Guck mal, was da alles gibt. Wie schön. Ich meine, da jetzt solche Fenster einfach hin. Das ist doch sweet. Habe ich gar nicht noch alles angeguckt, richtig. Wir machen das jetzt einfach, weil es irgendwie besser passt, finde ich. Ist irgendwie typischer, oder? Sieht schon ein bisschen komisch aus, jetzt nicht ohne Fenster. Fenster. Ja, eigentlich müsste man die schon reinmachen. Nee, wartet mal, dann lassen wir die da weg, machen die aber unten hin. Also hier unten, dann machen wir die da hin. Dass man da so ein bisschen diesen Fenster-Style hat. Oben hat man dann irgendein Modpack oder was drin. Wo es dann schöner aussieht. Ja, aber die Fenster, die müssen unbedingt rein. Ich finde das so klassisch dann einfach. Gut, der passt da nicht mehr. Nehmen wir da nochmal so eins. Mhm. Jetzt haben wir hier noch unseren Creeper da, oder wie heißen die? Irgendwie so. Die können da rumhüpfen wegen mir. Ist in Ordnung. So. Jetzt auch so schöne Poster, guck mal an. Voll toll hier. Für den Minecraft-Fan bestimmt geil. Gibt sogar Melone und TNT. Und das haben wir da, so ein Crafting-Ding da. Oh, da gibt es sogar ein Kissen mit einem Schweinchen und Schulranzen. Oh, wie toll. Teppich. Ja, der ist cool. Der ist cool mal. Ja, der ist wirklich cool. So ein Schweinchenteppich, wieso nicht? Und die Fackel natürlich. Wie kann man ohne Fackeln hier? Ja, kann man nicht überleben, oder? Ohne Fackeln, da geht gar nichts. Sehr geil. Ist das cool, ne? Leuchten die auch? Mal gucken. Ich glaube, die leuchten jetzt nicht. Oder doch, die leuchten sogar. Oh, wie toll. Oh, wie toll. Die packen wir da überall hin. Unsere Leuchtstäbe. Und sogar schön gelb. Ja, die kann man ja überall hinhängen. Die muss man ja auch überall hinhängen. Ich finde das voll witzig. Auch wenn das jetzt so ein bisschen komisch aussieht. Dass man da so Fackeln hinhängt. Ich finde das irgendwie geil. Was haben wir denn dann noch? Gibt es noch Bücherregal? Gut, das machen wir alles bei der Einrichtung. Jetzt hier fürs Bauen. Was ist das hier? Das ist auch schon Würfel. Das ist auch so groß wie die anderen. Schade. Oh, Dinger hier. Kann man da vielleicht so ein paar reinsetzen? Ich guck mal. Wir können die auch so ein bisschen ineinander platzieren. Ne? Also mit Alt kann man auch die kleinen Blocks aneinander platzieren. Und wenn man dann das so ein bisschen verlängert, dann sieht man das gar nicht mehr. Ist das jetzt ein Block weit oder zwei? Wir haben da einfach so eine Ausgrabungsstätte dann. So, Ressourcen. So. All you want is... What? Es ist schon... Oh, da gibt es auch das Logo. Oh, wie toll. Das ist ja mal toll. Machen wir das irgendwie vorne so als Firmenschild hin. Minecraft Corporation in Sims angesiedelt. Das ist ja mal cool. Okay. Ich glaube so, das grundsätzlich haben wir jetzt alles verwendet. Jetzt ist hier auch noch so Poster. Oh, wie schön ist das ist. Ja, das ist echt toll. Ich mag das voll so Art-Zeugs. Ja, das ist echt schön. Dann haben wir noch diese... Wieso machst du das jetzt so komisch? Was haben wir noch? Blocks. Ja, alles Blocks. Was ist das? Ein Kidset Enderman Desk Chair. Ein Schreibtischstuhl. Ach, wie witzig. Das machen wir ja irgendwie oft nicht aufs Dach. Ja. Ja. Machen wir das aufs Dach. Ja. So. Wir können
können da oben eigentlich auch nochmal so ein paar Blocks hin machen, ne? Wieso denn nicht eigentlich? Unsere Dirt Blocks hier. Hm? Das ist doch cool. Das ist einfach witzig so ein bisschen. Wir nehmen die einfach als Dach. Ja, wieso nicht? So, Halbkästchen gibt's nicht in Minecraft, oder? Gibt's mittlerweile? Die haben es so aufgebohrt, das Spiel. Habe ich gelesen. So. Das ist doch mal geil jetzt hier, oder? Ist das geil, oder ist das geil? Mir so ein Schwert möchte ich aber gern. Wieso wird denn das so komisch verpixelt, wenn man da weiter weggeht? Das finde ich jetzt aber blöd. Die haben die entfernte Textur dann nicht gemacht. Tja. Da gibt es statt der Kaugummi-Tür gibt es eine Schweinchenuhr. Ach, wie toll. Oh, wie geil ist das denn? Was ist das? Ah, so ein Pixelteppich. Ach, wie schön. Das ist auch gut. Haben wir auch mehrere Farben. Das ist ja auch eine tolle Idee. Was ist das? Auch so ein Pixelteppich, ne? Ach, wie schön. Das ist ja cool. Das ist ja toll mal. Das gefällt mir jetzt. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt aufteilen, das Haus. Hacken erstmal ein paar Teppiche rein. So. Sodala, Sodala. Jetzt gucken wir mal rein in das Haus. Wir machen da auf jeden Fall, müssen wir eine Treppe reinmachen. Die Fenster sind so hoch. Dass wir hochkommen. Das ist ja mal klar. So. Da gibt es auch wunderschöne Einrichtungssachen für Kinderzimmer und so. Ein Kinderzimmer-Set gibt es auch. Dann haben wir hier den Eingang. Momentchen mal. So, wir werden nicht alles hinkriegen mit Minecraft-Objekten, aber das ist mal okay. Dann haben wir hier so den Eingangsbereich, ist auch mal gut. Dann haben wir hier aber so eine Tür, oder lassen wir mal? Dann lassen das, glaube ich, offen. Ich möchte in dem Haus eigentlich möglichst wenig Wände, und wenn, dann müssen wir eigentlich Doppelwände machen, ne? Also mit zwei Kästchen. Das ist mal ein bisschen schwierig. Na gut, außen haben wir jetzt auch eine Wand. Machen wir das mal so. Okay, dann machen wir hier ein Esszimmer rein. Und hier ein Wohnzimmer und hier die Küche, oder? So wird es sich anbieten. Mal wie hier in dem Flur, in Anführungszeichen, die Treppe hoch. Dann nehmen wir jetzt auch wieder diese Holztreppe. Einfach. Einfach, einfach. So, das Bild kommt woanders hin. Da unten haben wir echt kaum Fenster, ne? Und dann brauchen wir ja nochmal eins, oder? Gut, da hoch muss man ja auch noch kommen. Treppen ist ja immer auch so eine Blockgeschichte eigentlich, ja. Machen wir das mal so. Dann können wir da nämlich eine Wand ziehen. Haben wir hier das große Zimmer. Und hier, na, müssen wir anders machen. Müssen wir so irgendwie da noch die Treppe. Haben wir hier so die Treppe. Hier. Und dann machen wir hier nämlich zu. Dann haben wir da nochmal ein Zimmer. Und keine Ahnung, das Flur oder was. Ja, machen wir hier das Kinderzimmer, Schlafzimmer und hier dann vielleicht noch ein Bad oder irgendwas rein. Ich weiß noch nicht genau. Ja. Oben haben wir auch noch Platz. Können wir mal gucken. So ganz grob mal würde ich es mal machen. Ich würde es auch mal probieren, dass wir da vielleicht nochmal so eine Art Treppe als Stapeltreppe machen oder so, dass wir die so ein bisschen verstecken erstmal. Ja. Und dass das irgendwie cool aussieht hier. Finde ich gut. So. Das passt wieder nicht hier. Was ist denn da los? So. Ach, das bleibt doch da. Zum Glück verrutschen in Minecraft die Blocks nicht. Entweder macht man sie kaputt oder... Da sind da auch drei übereinander. Ist das so? Ist das genau die Höhe, ne? Guck mal, das geht sogar. Es ist schon angepasst, das Ding eigentlich. Ja, das ist gar nicht mal so falsch. Gar nicht mal so falsch. Ah, das war auch so, glaube ich, dann, oder nicht? Ja, da haben wir da keinen Platz mehr in dem Zimmer. Ne, da braucht man schon die Kästchen auch. Ich mach jetzt da mal so einen Boden rein. Was hat man denn in Minecraft für Böden? Ich habe das gar nicht mehr in Erinnerung. Das Einfachste sieht man mal wieder nicht. So Erde haben wir da und so Dreck und sowas. Wir können auch hier so ein Holzdinger da machen.
Der ist doch nicht schlecht, oder? Ist denn auch irgendwie ein Grau oder so? Da ist die Lava und da ist das Holz. Das Holz nehmen wir innen unten im Ding im Wohnzimmer, oder? Und oben machen wir dann solche Böden rein. Ja, fand ich den hellen jetzt besser da. Also den da. Ja, let's do this. Gut. Gut, gut. Bisschen düster alles. Machen wir hier noch Fenster hin. Oder nehmen wir müssen eine Tür hin machen. Eine Tür. Wo ist die Tür? Show me your Tür. Da haben wir die Tür. Genau, dann machen wir die da. Ich müsste die da hin auch. Ja, so. Machen wir das Ding. Das ist blöd, weil die Treppe ist zu lang. Packen wir die so dahin. Hier ein Flur. Ja, lassen wir offen. So. Jetzt nochmal. Jetzt haben wir da zwar ein Schlauchzimmer, aber ist in Ordnung. Hier ein Flur und da mal ein Bad rein da hinten. So. Und da kommt natürlich noch die Treppe dann nach oben. Die können wir dann so machen. Ja, oder auch nicht. So. Und weil es so schön war, machen wir das gleiche Spiel hier nochmal, oder? Mit der Treppe da. Das war doch cool. Finde ich witzig zumindest. Hier kann man mal machen. So, aufpassen. Das sind noch Reserveblocks. Das sind alles Tische, ne? Eigentlich. Das ist total doof, weil... ja, man muss ja wirklich jetzt alles hier manuell hier machen und immer gucken, dass auch die gleiche Höhe ist. Ich muss das gleich mal abzählen. Das ist einfacher. So. Passt noch einer drauf? Jetzt haben wir ja hier die mittlere Wandhöhe. Ja, ich glaube, das wird schon wieder knapp hier. Wird schon wieder knapp. Guckt es oben raus jetzt? Nee. Gut. Man da vielleicht das Ding sogar. Ich bin überlegen, ob man das kopieren kann oder so. Weil wir hier eigentlich da erst hingehen, ne? Müssen wir das so machen. Unten können wir einen Block lassen, weil das sieht ja eh keinen Sinn. Mehr keinen Sinn. In der Luft lassen. So. Ja, oder? Ist doch geil. Kann man so machen. Muss man aber nicht. Und die setzen jetzt alle einfach ganz nach oben. Ist ja egal, wie gesagt, das sieht man ja nicht mehr drunter. Obwohl, wenn man mit halb hohen Wänden spielt, dann sieht man drunter. Das stimmt wohl, ja. Wird hier ein bisschen Blocks gespart. Das sind teuer. Okay. Haben wir dann jetzt bald hier. So. Da geht's auch nach oben. Daniel stapelt Blocks in Sims 4. Es ist nicht zu glauben, oder? Ist das zu fassen? Wir haben einen Block-Style. Ja, ich finde das cool. Ich finde das voll cool, jetzt ehrlich mal. Ich finde das Hammer. Wir müssen auch die Fackeln jetzt aufhängen. Wir haben gar kein Licht da drin. Ich meine, da ganz, ganz klassisch nehmen wir die Fackeln damit rein. Natürlich. Hallo? Geht da mal gar nichts drüber. Hier, fahr dran vorbei. Da müssen Fackeln hin. Unbedingt. Jetzt gehen wir nochmal rein, holen uns die Tapeten nochmal. Benutzer definiert. Da nehmen wir mal... Ah, das ist so ein Flur, ist natürlich auch toll in diesem Style. Machen wir mit so Stein. Also Wände. Das ist auch cool. Bisschen detaillierter, ne? Kommen bestimmt die Experten und schreiben jetzt, Daniel, das geht so nicht. Hier, Minecraft ist anders und Hashtag grün machen wir hier. Das soll ja nur so ein bisschen so aussehen. Komm, wir machen das auch grün. Ich finde das so toll. It's okay, it's alright. Hier haben wir eine volle grüne Hölle hier. Ich finde das total witzig. Ich komme mir gerade so komisch vor irgendwie, weil das jetzt ja wirklich Sims 4 ist. Es verschwimmt aber echt mal. Hallo. Hallo, hallo. Können wir mal da noch mehr so Blocks hin? Ich finde das gerade so klasse irgendwie, dass wir da so
Blogs machen können. Ich finde das so cool. Ich hätte gern so viele verschiedene Blogs immer in der gleichen Größe, dass die echt ein Kästchen groß sind. Dass man die gerade auch so jetzt da stapeln kann. Das ist doch einfach geil. Aber leider gibt's nur den. Ja. Die anderen sind zu klein. Ich finde das witzig. Wieso sind da so komische Streifen da drin? Das sind die Fenster, die man da durchsieht irgendwie, glaube ich. Komisch. Hammer, oder? Hammer, Hammer, Hammer. Gibt's in Minecraft Teppiche? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich finde den blauen jetzt ganz cool. Der passt so gut. Der passt echt gut. Mhm. Nice, wirklich nice. Gefällt mir echt, echt gut. Haben wir irgendwie Sprühböden oder so? Haben wir, glaube ich, nicht bekommen, ne? Ja, okay. Fenster, Böden. Ich glaube, ich habe alles. Ich glaube, ich habe alles erwischt. Ja, da gibt es keinen CC mehr. Wir gucken jetzt mal weiter rein, was wir da noch haben. Da machen wir nämlich grob die Aufteilung. Ich lasse mir mal am besten, glaube ich, alle anzeigen. Machen wir... Oh, das Bild ist toll. Was gibt es da noch mit Grau und mit Ding? Machen wir das Graue, machen wir oben hin. Machen wir das da so hin irgendwie. Vielleicht sogar als Doppelbett. Irgendwie mal. Also erstmal ne, nur reingesetzt jetzt hier. Machen wir jetzt so ein grauer Room hier. So ein grauen. Dann brauchen wir so was Braunes. Das würde dann, glaube ich, unten reinpassen dann auch. Das Wohnzimmer, weil wir da schon alles grün haben. Ne? Dann müsste das also irgendwie so braun sein. Dann haben wir noch dieses klassische Bett, das ist so toll. Das müssen wir hier irgendwie reinbringen. Machen wir hier so ein bisschen rot. Irgendwie so. Sogar hier so Schilder, die sind ja witzig. Die brauchen wir auch noch mal ein bisschen größer. Da hin. Ja, nicht hier bauen. Ja, ist gesperrt. Danke. Ich finde das so witzig. Ich finde das so geil einfach. Wir haben da auch noch so ein Viech oben drauf extra vergrößert. Creeper-Dinger da, ne? Und das ist ein Aufkleber, glaube ich. Ja, das ist ein Aufkleber hier. Ah, wie schön. Die gehen auch auf Entfernung. Na also, dann haben wir doch was. Das ist hier die Creeper-Bekämpfungsabteilung. Basis. So. Jetzt, was haben wir noch? Wir haben noch den Herd. Ein Endtable. Ein Nachttisch. Gibt es die auch in den Farben? Oh, das ist ja toll. Dann können wir da wieder so ein grünes nehmen. Das ist ja mal cool hier. Oh, ich freue mich, das wird so Hammer. Das wird echt so Hammer. Wir haben die Fackeln vergessen hier drin. Das geht ja mal gar nicht so. Erstmal alles grob, wie gesagt. Ich richte das noch schön ein. Oh, wir haben sogar Schreibtische im Pixel-Look. Ach, wie toll ist das denn? Ach, wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Das ist ja mal Hammer. Dann diese tollen Bilder dazu. Das wird, glaube ich, richtig schön. Das wird, glaube ich, richtig schön. Das könnte ins Wohnzimmer passen, zum blauen Teppich da. Das Wasserbild. Oder? Ja. Und das passt auch rein. Das ist auch gut. Da gibt es so viele tolle Sachen. Das ist echt schwierig, da was sich auszusuchen. Ja. Ja, das ist auch schön. Das fürs Kinderzimmer. Messer. Lava, genau. Ah, wie toll. Warning, Lava. Ah, wie geil. Wo wir da hin? Lava. Warning. So. Fleisch Lava. Ja, Vorsicht. Der Boden ist Lava. Ach so toll. Ach, das sind die coolsten. Mit dem Schweinchen. Die Schweinchenbilder sind die geilsten. Oh Mann, wir haben keine Wand mehr.
das ist ja mal Hammer, oder? Da oben das Zimmer ist eh das Schönste, ne? Gibt es auch so schöne Bilder. Ich finde das Hammer schön gemacht. Ich weiß nicht, wo die her haben, ob die irgendwie selber gemalt haben oder ob das irgendwie so Official Art ist oder wie sagt man, ne? For minors only, genau. Don't get in here. Wie das an die Tür, ne? So als Schild. Das ist so toll. Das Licht ist ja wirklich so gelb, ne? Zumindest bei mir, als ich damals gespielt habe, da war das mit dem Shader so cool. Cool, wirklich mal. Ich freue mich da mega drauf. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut wird. Ich dachte, es sieht auf jeden Fall immer noch nach Sims extrem aus. Aber das ist ja wirklich, wirklich, wirklich schon möglich. Also es ist gar nicht mal so verkehrt, das zu wagen hier. Wir haben noch ein bisschen Schwamm. Für was braucht man das? Schwamm? SpongeBob? Oh, da gibt es auch die tollen Teppiche. Guck mal hier. Eieiei. Dann nehmen wir den da. Das ist sehr cool. Machen da so zwei Dinger hin. Das wird doch kein Doppelbett. Oder nee, wir machen das für die Couch. Genau, wir nehmen das für die Couch hier. Und mal hier das Bett trotzdem so irgendwie. Yes. Ach, wie geil ist das denn jetzt, oder? Ich drehe den mal doch um. Schulranzen haben wir auch noch. Kissen gibt es auch noch. So toll, ne? Das Zeug, das gibt es als Download. Guckt in die D-Sims 4 Galerie rein. Guckt in die Videobeschreibung rein. Es ist einfach geil. Es ist einfach cool. Das muss man auch so jetzt mal sagen, oder? Wieso gibt es die Kissen nicht mit anderen Motiven? Ich wollte schon immer so Kissen haben. Ich bin in der CC-Szene jetzt nicht so unterwegs, dass ich mich da auskenne. Was ist das denn? Das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Wir haben schon wieder kein Geld mehr. Wir haben schon gar noch Lampen, gibt es ja auch noch, ne? Sehr toll. Sehr, sehr cool. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dass ich sowas mache, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Und ich freue mich dann. Bis zum nächsten Mal. Und wenn es wieder heißt, let's build in The Sims 4 ein Minecraft-Haus. Ist jetzt hier am Arsch, nicht genug Geld. Ach ja, toll. Ja, ich bedanke mich und ja, bis denn. Macht's gut. Ciao.